Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem Livestream und einer weiteren Folge von Planet Zoo ist es nicht, es ist Stardew Valley. Hallo. Nephias, wie geht's dir? Das geht. Gut. Warte. Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Alles gut. Ja, ist das schön. Ich habe gesehen, ich habe ja kurz reingeluschert in dein Stream. Du hattest eine andere Farm, wo du schon hammerweit bist und so? Was ist denn da los gewesen? In einem anderen Stream? Nee, jetzt hier in dem Stream. Hä? Nee, das war gerade ein Save von der Lou, ein Alter. Ach so, ich wollte gerade sagen, weil, also so viel kannst du dir nämlich nicht leisten. Und auch mit einem anderen Save könntest du dir nicht so viel leisten, gehe ich mir von aus. Ach, das, du unterschätzt mich. Nein. Nein? Mit Nanoleafs ist man ein echter Streamer, das stimmt natürlich. Ist so. Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen, Goro? Ich bin voll raus. Es ist Montag. Es ist schon wieder Montag, hier ist Nefi. Ich will auf jeden Fall erstmal eine Kiste bauen. Leute, wie geht's euch denn? Jetzt hier an so einem echt Montag. Echt mal, Chat, was geht? Was geht, Leute? Was geht? Bei mir rasten sie gerade wieder mit den Channel-Benutzern. Hey, Radak. Hallo Tür. Habe ich Tür schon? Hallo gesagt? Hallo Tür. Was geht, Leute? Was geht? Steam sagt andere Dinge. Der Nefi hat irgendwo eine geheime Farm. Ja. Ich hab eine. Die weiter ist. So, du spielst das auch offline sozusagen. Ja. Manchmal. Ich hab halt auch gerade das offline zu spielen. Ich mach's aber nicht. Weil ich mich nicht tot spielen will. Ich spiel mich ja nicht tot. Aha! Aha! Hallo Videogamecast. Last geht's gut, das ist super. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Grüße an YouTube. Das ist ja auch nochmal. Grüße. Wenn jemand das noch nicht wusste, auf YouTube, es wird montags immer gestreamt, 20.15 Uhr. Auf Twitch. Auf Twitch. Hat deine Regie gerade im Hintergrund genießt? Hast du das gehört? Ja, voll. Das war so. Die Teller im Schrank haben auch geklappert. Fuck. Wir haben kein. Hast du Mohn angebaut? Mohn? Willst du das rauchen oder was? Nee. Hattest du oder hattest du nicht? Nein, habe ich nicht. Warum? Okay, dann kaufe ich mal Saat, damit wir, wenn wir das Gewächshaus fertig haben, das Community Center fertig kriegen. Okay. Ich habe das nicht gehört, kann die Regie jetzt nicht nochmal machen. Da muss Nefias Regie das machen. Meine Regie ist zu weit weg, obwohl meine Regie müsste sehr laut niesen, damit man das hört. Ich hab vergessen, dass ich gießen muss, ne? Ah, fuck, ich auch! Das ist halt jetzt aktuell mein Problem. Es ist halt schon 15 Uhr und ich hab den ganzen Tag nur gegossen. Und Stardew Valley ist eine Woche her, ich gieß die ganze Zeit nebenbei. Die ganzen Goldfrüchte hattest du ja. Oh, Last möchte jetzt gerne, dass ein Tier Schnu heißt. Gesundheit, Tusk. Eieieiei. Logi, was ging denn ab hier? Was soll ich denn machen? Kann ich noch Geschenke verteilen? Scorpion, danke für 500 Bits. Was ist denn jetzt hier in der. Mein Mute-Button ist woanders. Wo ist mein Mute-Button da? Muss ich doch nicht muten. Können alle wissen, was abgeht. Brauchen wir das hier noch fürs Community Center? Nee. Ja, wenn ich mich mute, sollte ich mich auch muten, ne? Was meinst du denn? Was brauchen wir denn? Ja, weiß ich nicht. Was will Mani haben? Hatte Mani nicht irgendwelchen geilen Stuff, wollte sie? Mani? Mani will Diamanten oder Quarz? Die nimmt's auch von den Lebenden, wa? Ja. Ach, da war Quarz.
Marnie, ist sie schon am Saufen wieder, oder was? Warum funktioniert der Tree-Tap nicht? So viele Fragen. So wenig Antworten. Yes! Goro, ich habe ein Geschenk für dich. Du hast eine Schulterplatte, oder was das war? Ja, aber ich habe jetzt dadurch ein Geschenk für dich. Nice. Ich habe halt keine Ahnung. Der Nephias, der macht aktuell so mega krass viel Progress hier in dem Spiel. Das macht mir schon so ein bisschen Angst, will ich ganz ehrlich sagen. Überrumpel ich dich damit ein bisschen? So ein bisschen, ja. Du warst halt die ganze Zeit so der... Ja, der Nachbar, der nichts hat, weißt du? Und jetzt auf einmal bist du ein ernstzunehmender Konkurrent. Und ich sag euch, Leute, PvP ist an. PvP ist an? Ich glaube, so heißt das. Der Nachbar, der nichts hat. Du fühltest dich überlegen, ist es das? Ich fühlte mich überlegen, ja. Ich dachte, ja. Okay, ich bin der geile Macker, der hier, ne? Du bist immer noch der geile Macker. Ich hab halt nur viel Geld. Ich bin so ein neureicher Typ. Ich wollte gerade sagen, du bist der geile Macker mit viel Geld. Der neureiche. Ich bin der sympathische ohne Geld. Okay. Das war das erste Mal, dass ich das höre. Der sympathische. Nifia schlägt noch aus dem Schatten zu, das ist aber richtig. Ach Mist, ich wollte hier das Event auch machen, hier mit Dings und so. Es ist aber auch alles. Ich steche aus dem Schatten zu. In die Seite, in die Niere. Oh, das tut weh. Ja. Hast du unsere Reusen heute schon gecheckt? Natürlich. Da war auch was drin, aber ich habe sie noch nicht neu bestückt. Das wollte ich gleich machen, wenn ich hier fertig bin mit Angeln. Geht da wieder? Einfach, oh, er guckt nur. Mal gucken, was hier los ist. Last! Da war für 100 Bits. Da war er wieder hier. Der Lehrer kommt nur, guckt mal eben über die Schulter und geht wieder. Nur einmal schauen, was du da machst. Das ist so. Das ist so dieses Lehrergetue, wenn du dann also auf das Blatt guckst und dann nur so. Mhm. Und dann wieder gehst. Das mache ich gerne. Das mache ich gerne. Nur so einmal kurz nicken. So, Und die armen Schüler, alle verunsichert und wissen nicht, ist das jetzt richtig, ist das gut? Teilweise sagen die, oh, ich mag das nicht, wenn du auf mein Papier guckst. Ja, oder auf dem Computer ist das ja jetzt. Und dann sage ich, ja, ich muss ja gucken. Ne? Manchmal am besten noch Kopfschütteln, genau. Manchmal sage ich, das ist ein Substantiv, das schreibt man groß. Das ist auch die einzige Rechtschreibregel, die ich kenne. Mein Meister in der Ausbildung hat in Prüfungen hat er das gerne gemacht. Der ist dann auch, der war dann auch in der Aufsicht und ist dann rumgelaufen und ist dann hinter dir vorbei und ist dann unauffällig, damit die anderen Prüfer das nicht sehen, weil das war ja eigentlich unser Ausbildungsmeister, das heißt, der kannte uns und so weiter. Und wenn der Fehler gesehen hat beim Vorbeilaufen, hat er so seinen Finger genommen, auf den Fehler gedrückt und dann beim Laufen so wieder weggenommen. So, weißt du? Und so, ah ja, okay, da ist irgendwas falsch. Oh, da musst du noch mal drüber schauen. Ja, da hat er so mit dem Finger so drauf gezeigt, so unauffällig und ist dabei weitergelaufen. Na, hat er gesagt, so. Da musst du noch mal gucken hier. Das kann so nicht stimmen. Da und hast überhaupt nicht so, aber das ist doch richtig. Herr Fias, das kann so nicht stimmen. Na? Oh! Teddy! Ich muss noch gießen. Das ist viel schlimmer. Ich muss noch gießen, sagt er. In der Dunkelheit. Ey, das muss ich Gunther noch spenden. Was musst du Gunther noch spenden? Genau, ich habe einfach ein Item für Gunther noch. Ist Goro auch so ein Lehrer, der seinen Schüler Fehler zeigt, unauffällig? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Musst du vielleicht meine Schüler fragen. So ein Schülerinterview mit deinen Schülern. Wie ist der Herr Goro bei wirklich? Dann müssen wir aber deinen Namen zitieren. Die kenne ich ja nur mit deinem richtigen Namen. Das stimmt.
Bob. Ich glaube, das hatten wir schon mal, aber lässt du deine Schüler aufstehen morgens und dich begrüßen? Nee. So ist das hier. Was nicht. Dann? Salutieren? Was machst du dann? Ja, die müssen salutieren. Wenn ich ins Zimmer komme, 5 Liegestütze! Und jetzt! Ist das eine Liegestütz? Ist das ein Mädchen-Liegestütz? Ich bin ein Mädchen. Das ist scheißegal. Das ist mir scheißegal. Runter. Ich bin noch erst 10. Scheißegal. Als ich 10 war, sind wir durch den Matsch gerammt. Bei Verdun. So. Als ich 10 war. Und jetzt mit Abklatschen! Mit ja. einer Hand! Ein Arm und abklatschen. Ja. Aber wo soll ich denn klatschen? In dein Gesicht! Ja. Dann klatsche ich für dich. Ach, Freunde. Das sind die Montage, die ihr vermisst, Chat. Beste Job der Welt. Kinder massakrieren. Denk dran, immer auf den Körper. Nie ins Gesicht. Nie ins Gesicht. Können wir nachverfolgen. Mach ich nicht. Wäre Fachlehrer des Jahres geworden. Ja, mit Gewalt. Ach. Angst ist auch eine Form des Respekts. Das ist das, was du meinst. Ja. Da hatte ich auf jeden Fall auch ein paar Lehrer in der Realschule damals, die so gehandelt haben. Angst ist die beste Form von Respekt. Also haben wir mit Schülern, nicht Schülern, mit Schlüsseln und Kreide geworfen und sowas. Boah, ja, da hatte ich auch, bei mir in der Schule safe gab es ein, zwei, die diese alten Methoden noch benutzt haben. Das war... Und das war völlig okay. Das war völlig legitim. Manchmal haben wir, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal waren wir, jetzt kann ich ja auch drüber sprechen, dass ich früher ja auch bestimmt so war, ne? Da verstehe ich das schon, dass man da mal eskaliert, ne? Dass man da mal einen Schlüssel wirft. Dass man da mal einen Schlüssel wirft. Ganze Schlüsselbohren. Nur treffen sollte man nicht. Solange du noch nicht mit Messern wirfst. Boah, den miefenden Schlappen durch den Werkraum geworfen. Das ist natürlich auch richtig. Ach, ich hab den Chat noch gar nicht aufgeschossen. Richtig widerlich. Das, was dein Mathelehrer gemacht hat, mit durch die Klasse laufen und sagen, also ich habe da schon 4 Fehler gesehen, bei einigen, das mache ich auch manchmal. Mhm. Also die richtige Antwort habe ich auch gesehen, aber puh. Oder verallgemeinern und sagen, also ich habe jetzt, wenn ihr das zum Examen macht, dann sehe ich schwarz. Wieso seid ihr alle so gemein? Lehrer? Ja. Das kriegst du so im Studium. Das kriegst du von den Studiumslehrern so mitgemacht. Die weinen einen so ein, das ist so ein Ritual, da musst du unterschreiben. Die Dozenten sind genauso und dann nimmst du das einfach mit und denkst, wenn ich später Lehrer bin, mache ich das auch. Ich mach das genauso. Warum soll nur ich leiden? Ja. Die mach ich platt. So ein eigenes Schulfach, so ein, ja, das Studienfach, genau. Die Wahrheit. Wie gesagt, das ist halt, da wirst du in so einen Zirkel reingemacht. Und dann sind da Kerzen an, alle tragen so Kutten und sowas und dann geht's los. Und es läuft. Amine. Ja. Das läuft die ganze Zeit. Dann musst du erst mit deinem Blut noch spüren und solche Sachen. Ja. Jetzt muss ich euch leider alle finden. Weil ihr dürft das nicht wissen. Die ganzen Bäume und Gräser zum Fahren. Huch! Von meinem Girl, der Ex hat angerufen. Der Ex hat angerufen. Ja, ist hier echt der Ex von ihr. Wie heißt er? Cal.
Goropa, achso. Er hätte auch Goropa sein können eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Ich habe jetzt auch Cutscene hier mit Haley, Freunde. Wuhu. So, lass ich durchlaufen hier, die Romantik. Das ist gerade so, welcher Ex? Goropa. Haley atmen, Lou. Atmen. Kell klingt nicht sehr nett. Tut mir wirklich leid. Ach, immer die falschen Antworten. Ich habe die richtige Antwort gemacht. Hast du gegoogelt vorher, was die richtige Antwort ist? Ja. Aber es war das Armband ihrer Urgroßmutter. Da sagt man nicht, ich kaufe dir ein neues. Hä, wo ist sie hin? Das sagt man nicht. Hä? Und Juli, jetzt erfrischen, das machen wir noch dich. Da gibt es keine Modes. Richtige oder falsche Uhr. Was? Diese drei Uhr. Modes, die noch da sind. Die anderen kommen noch. Ach, Leute. Antwort nicht Uhr, okay. Guck mal, was ist das denn? Also, wenn die nicht unten am See ist, ist die ganz oft hier drin. Ist das auch oh, Mittwoch ist Ruhetag. Das Armband? Wo ist denn jetzt Lea hin? Jetzt geht's ab, Freunde. Ein sehr entspanntes Spiel, dieses Stardew Valley. Ist das? Du hast es gefunden. Vielen, vielen Dank, Urubai. Du hast mich gerettet. Naja, das Armband habe ich gerettet. Die kann links auf dem Steg am See sein oder links am Ufer. Die ist eigentlich immer nur links am Ufer. Oder hier oben am Steg. Oh, oben am Steg kann sein. Domine. Nee. Nee, du hast sie gerettet, achso. Warte mal, wir cheaten, Chat. Die ist hier nicht. Mark Willy, das hier? Bin ich gemutet? Nee, ne? Nee. Okay. Komm, Willy kriegt das hier. Fand er nicht. Die ist hier nicht. Wen suchst du denn? Lea! Lea! Ah, oh, die kann auch am Strand sein. Die baut manchmal Lea. Am Strand Sandburgen. Ist sie nicht, ich bin am Strand. Ah! Ist sie doch, der Lach? Nein, ist sie nicht. Ach doch! Die baut. Achso. War mir nicht bewusst, dass als du ja die Brücke hier gemacht hast, dass sie dann auf der anderen Seite ist. Weil dann ist sie hier. Ach so. Und malt. Da wusste ich nicht. Willy will listen, richtig. Na, oh, das, geil. Das ich das nicht ausgegraben habe. Das war gut. War das nicht nur Lehm? Nee. War da noch mehr? Dafür suche ich dich. Gunther zugemacht? Gunther ist geschlossen für immer. Wann macht er? Da hat ihn den Stuff, den wir ihm gespendet haben, hat er genommen. Ja, ist abgehauen. Hat. Diamanten und was er alles kriegt. Hat er sich geschnappt und ist abgehauen. Oh, tschüss, ihr Spinner, hat er gesagt. Ich bin noch zu weit rausgezoomt, das verwirrt mich. Kack. Nein, Kackfisch! Bleib doch mal hier. Nein. Wie viele Herzen habe ich denn bei ihr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nur? Le Thünfisch. Oh lol, oh lol. Oh lol, was ist das? Oh dummes, fuck. Dummes Dorf hier. Ich muss oben noch einen Stör fangen dieses Jahr, Chat. Warum? Weil wir den brauchen. Im Sommer gibt's den nur. Ich weiß nicht, ob der auch in den Herbst reingeht. Das wird nix. Ist doch Sommer.
Ist das Sommer, ja. Ich meine, Sommer war das. Ah, fuck, die Uhrzeit passt jetzt gerade nicht mehr. Muss ich morgen machen. Um wie viel Uhr ist er denn da? Ah, ich glaube, der war von morgens bis 17 Uhr oder so. Dann können wir ja zusammen machen. Erhöht die Chance. Und der Stör ist jetzt nicht so schwer. Dass der Nifias halt so hart krass jetzt hier rein aimt, ne? Welches Fishing-Level hast du? Ich bin kurz vor 5. Könnte knapp werden. Hattest du die Müllmaschine? Ein Recycler. Müsste bei mir einer stehen unten, ja. Gehen wir da mal nochmal hin. Leute, wie war denn euer Montag? Erzählt das doch mal. Würde mich jetzt interessieren, wie euer Montag so war. Wie viele Sachen Nefis hier hat. Ice cold. Welcher ist denn der Recycler? Der. Kannst im Zweifelsfall auch einen Winter fangen. Okay. Wenn's sein muss. Ich weiß, dass er jetzt nicht da ist, aber ich will trotzdem angeln, um mein Fishing-Level zu pushen. Arbeit war okay, typischer Montag. Ja, Mensch, dann ist ja ein typischer Montag. Ganz typisch. Ganz klassisch. Wann kommt denn die Folge raus? Ist das auch Montag? Achso, wir müssen noch gucken. Du wolltest ja einmal doppelt Folgen rausbringen. Ja, müssen wir ja. Wenn wir auch mal ne? Vergessen. Warum wollte ich das denn? Ich habe Algen gefangen. Dann kriege ich das Achievement. Massiver Fang. Massiv war der. Ja, der war richtig massiv, der Fang. Aber bereit fürs Wochenende ist man doch immer, oder nicht? Sonntag bin ich schon wieder bereit fürs Wochenende. Ey. Wochenende könnte ich auch gut jetzt. Könnte ich gut haben wieder. Ich muss auch mal so ein paar Sachen bauen, so ein paar. Ja, die Flunder habe ich schon. Ein paar Dinger hier. Nifi, der macht halt Progress, weil er das Gemeinschaftshaus fertig macht, ne? Dann kriegt man so viele Gerardis-Sachen. Mhm. Oder nicht? Gratis, Vor allem die Safe-Sachen sind gratis. Ich gebe dem Montag zumindest eine Chance. Na gut. Das war das Wichtigste. Wo sind meine Fackeln drin? Kriege ich heute eigentlich das Piratenschwert? Immer noch nicht stark genug. Ey, ich kacke ab, Alter. Den Karpfen brauchen wir fürs Gemeindehaus. Guck's dir an. Morgen wird ein wunderschöner Tag, Nefias. Freue ich schon mal drauf. Wunderschön. Warte, ich muss kurz gucken, was wir für Gemeindehaus brauchen. Wels brauchen wir auch. Gemeindehaus. Also die 5 Melonen. 5 Mais hätten wir auch gebraucht, das ist natürlich ärgerlich. Wieso hätten? Die kriegen wir erst, die können wir doch im Herbst auch bekommen. Ja, aber ich hatte gerade 2 goldenen Mais, die habe ich verkauft. Ja, ich habe auch Mais für Herbst schon gekauft. Glaube ich. Aber ich habe den schon geerntet. Ah ne, den hatte ich rausgesät auch schon. Kommt der noch? Da unten links, das müsste der sein, ja. Hast du mir den Bär jetzt wieder ins Haus gestellt? Nein. Das ist ein neuer Bär. Du lügst. Nein, ich habe auch noch einen. Wir haben beide einen. Richtig Cash gemacht. Richtig nice Cash gemacht. Richtig nice Cash gemacht. Gräns!
Danke für 15. Und das jetzt schon zwei Tage Monate. Wieder? Heftig. 15 Monate. Mimi. Moin. Das waren wieder zwei Tage, Nevi. Dann kannst du ja sagen. Kannst du Bescheid sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das waren wieder zwei schöne Tage, Stardew Valley. Die vergingen wie im Flug. Das war wunderbar. Wenn man Spaß hat, ne? Stream ist auch aus. Ciao. Nein, Spaß. Gut, Stream ist aus. Tschüss.